So, herzlich willkommen hier wieder in einer Folge von meinem Happy Blog. Heute ist ein fantastischer Tag, es ist schön kühl, es ist frisch. Und ich bin wieder im Auftrag des Glücks und Happiness unterwegs. Und ich habe jetzt gerade eine Kollegin zum Coiffeur gebracht, und zwar hier zum Idea Due. Um sie happy zu machen, weil sie ist mega unzufrieden gewesen mit ihrer Frisur und findet die irgendwie nicht so toll. Und jetzt habe ich sie zu den Profis gebracht, weil die von Idea Due, der Juicy, absolute Profis sind in Sachen Färben. Und ja, weil ich jetzt schon so drin bin im Happy machen, habe ich gedacht, ich besuche die zweite Firma, für die ich hier Markenbotschafter bin. Das ist die hier, die Confiserie Süßli. Und besorge noch was für ein paar Menschen, um die happy zu machen. Und ja, verschenke ein bisschen süße Freude, süße Happiness. Und ja, es ist irgendwie wichtig, Menschen happy zu machen, weil das einen selber auch glücklich macht. Und ja, in der Weihnachtszeit, Vorweihnachtszeit, ist es einfach ein bisschen einfacher, damit zu starten, weil eh alle Menschen so ein bisschen, ja, in Stimmung sind. Und ja, ich kann es nur jedem empfehlen, das auch mal zu machen. Einfach mal irgendwas machen, was einen selber glücklich macht und an andere Menschen hintragen. Und ich gehe jetzt was Süßes kaufen. So, und da haben wir die Confiserie Süßli hier in Wittikon. Ja. So, jetzt sind wir hier und jetzt kaufe ich was Happy-mäßiges für die Kollegen. Und da ist jetzt mal erzählen, was soll ich denn den Kollegen mitbringen? Was kann ich ihnen Weihnachtliches für Freude machen? Also jetzt haben wir die Weihnachtsspezialitäten, einfach die Weihnachtspralinen-Schachtel. Es sind einfach nur Weihnachtspralinen drin, einfach mit verschiedenen Geschmäckern, mit Creme-Couverture, 70%ige, Vanille-Bourbon, die weissen, dann mit Haselnüsse, mit Mandeln, Marzipansterne. Und dann haben wir hier noch die anderen Sachen, zum Beispiel, das sind einfach Champagner-Trüffelstiefel, das ist einfach unsere Hausspezialität. Und natürlich auch Tannenzapfen mit Pralinenformen drin. Oben hättest du noch die Hexenhäuschen und Pralinen-Sterne. Also ich brauche ja irgendwas, um das auch, dass die Leute das auch teilen können. Ja. Und ich glaube, dann nehme ich doch so einen Stiefel hier mit. Mit heller oder dunkler Kuvertüre. Den Stiefel? Ja, den Stiefel haben wir gesehen. Ich zeig's gerade schnell. Das ist auch mit Milchkuvertüre und das ist mit dunkler Kuvertüre. Ja, was empfiehlst du? Was ist das Bessere? Ja, wenn du es nicht weißt, empfehle ich immer Milch, weil das ist halt Standard. Ja. Standard, das ist das, was dann nehme ich den Standard Milch. Milchstiefel. Und dann nehme ich doch zweimal so ein Weihnachtsding hier. Zweimal der Weihnachtsding. Genau. Ich habe noch nie gesehen, wie man Pralinen macht. Ja, oder? Gut, das ist jetzt einfach die Hohlkuppel, gell? Jetzt bin ich sogar noch live dabei bei der Herstellung der Pralinen, die ich dann nachher kaufen werde für die Leute, die ich da so glücklich mache. Der zweite Schritt eigentlich, oder? Der zweite? Der erste Schritt ist die Masse machen, oder? Das ist, du tust zuerst die Masse abkochen und dann tust du es in die Hohlkugel einfüllen und dann muss man es einen Tag stehen lassen und dann tust du es abdecken mit der Kuvertüre. Und der nächste Schritt ist dann eigentlich in der Kuvertüre drehen und den Staubzucker drehen und dann absieben. Okay. Das ist so eine von deinen Spezialitäten. Genau, das ist eigentlich das Produkt, das wir auch am besten brauchen. Also das ist Abstand. Sind auch super fein. Also. Okay. Da bin ich ja gespannt nachher, wenn ich die dann verschenke, ob die alle wirklich so happy sind, wie ich denke. Kannst du noch einmal eins probieren? Das erste Mal, dass ich bei einer Pralinenherstellung dabei bin. Ja. Ja, gut.
Machst du das ja eigentlich auch nicht den Beruf, gell? Nee. Aber es ist interessant, das zu sehen, wie das funktioniert. Was ist das jetzt? Puderzucker, oder? Also Staubzucker. Staubzucker. Ja, es gibt einen Unterschied. Das eine ist Puderschnee und das andere ist Staubzucker. Und der Puderschnee, der zieht kein Wasser, oder? Und der wird dann nicht so gut heben wieder. Ah, okay. Aber also für alle, die zu Hause mal jetzt Pralinen. Ja, im Laden kommst du sowieso nur das Einzelne. Okay. Und wie viel von denen musst du jetzt noch machen? Also das sind jetzt 5 Kilo da und ja. Dann nochmal 5 Kilo. Ah, okay. Also 10 Kilo. Stellig. Sehr schön. Wir müssen immer schauen, dass sie ungefähr gleich gefüllt sind, oder? Mhm. Ja, wie viele Jahre Experience hast du jetzt schon? Ja. Sind das jetzt? Angefangen habe ich ja vor 13 Jahren mit der Lehre, oder? Okay. Ins Geschäft, jetzt sind es 7 Jahre. Ja, dann hast du ein bisschen Übungen. Ja. Das ist also der erste Schritt für die Champagner-Trüffel-Pralinen hier. Der zweite eigentlich. Ja, der zweite. Der erste ist ja die Masse abkochen. Ah, stimmt. Also die Masse hier abkochen. Genau, ja. Und Schritt Nummer zwei ist dann einfüllen. Und Schritt Nummer drei haben wir schon gesehen. Genau. Zumachen und dann mit Staubzucker streuen, oder? Habe ich das richtig gesagt? Genau, ja. Ja. So, dann bin ich mal gespannt, wie sich die Leute freuen, wenn ich ihnen Weihnachtspralinen mitbringe und sag, dass ich die einen sogar selber gemacht habe. Zumindest hat er mitgeholfen. Ja, genau. Also zumindest mitgeholfen habe ich. Und ja, weiß jetzt, wie man Champagner-Trüffel-Pralinen herstellt. Und nicht vergessen, eben, Samichlaus-Tag ist am Sonntag, oder? Samstag, also kommen wir zu am 6. Ah, okay. Samstag. Am Samstag noch einkaufen, einen Tag vorher dann, oder wie? Ja, oder die Weihnachten, Weihnachtsgeschenke. Ah, denn hier Weihnachtsmann hast du schon gemacht, gell? Ja, ja. Ja. Das ist sogar schöne hier, bunt. Also, jeder, der noch einen Weihnachtsmann kaufen möchte, in bunt und handgeschminkt, darf hierher kommen. Oder auch hier, aus Lebkuchen, oder? Genau, das ist das. Okay. Sehr schön. So, jetzt habe ich hier meine Happy Schokolade eingekauft. Und jetzt gehe ich sie verteilen. Ist auch super spannend geworden hier beim Confiserie Süßli. So, mit der Pralinenherstellung mit dabei gewesen. Ja, sowas passiert halt, wenn man ein bisschen unterwegs ist in Sachen Happiness und Leute glücklich macht. Da entdeckt man so spannende Sachen wie Pralinenherstellung und trifft so super tolle, nette Menschen wie hier den Raymond. Und ja, ich hoffe, ich mache euch auch ein bisschen glücklich hier mit meinen Videos. Und ihr macht viele andere Menschen glücklich. Es macht nämlich super viel Spaß, hier Menschen glücklich zu machen. So, jetzt sind wir hier beim Idea Due, wo ich auch das Auto habe. Und schauen wir mal, wie weit die Happiness von der Simone ist und wie happy die Leute über die Schokolade ist, die ich ihnen mitgebracht habe. Das sehen wir jetzt dann gleich. Schauen wir doch mal nach, was da so passiert. Tada! Und wie happy bist du? Bis jetzt? Noch nicht. Noch nicht? Nein. Noch nicht happy? Noch nicht. Wie lange dauert es noch, bis sie happy ist? Was sicher eine Stunde, anderthalb. Stunde. Okay. Ich habe was dabei, was euch happy macht. Schokolade. Yeah, danke. Wer will sie in Empfang nehmen? Weihnachtspralinen von Confiserie Süßli. Die haben die Motorhaube bei meinem Auto. Ah, ja genau. Ich habe jetzt gerade... Jetzt probiere ich sie gerade noch. Ja, musst du nachher sagen, wie sie sind. Gerne, danke schön. Und zwar habe ich die selber gemacht. Ich war bei der Herstellung der Champagner-Trüffel mit dabei. Ah, schön. Ja. Gut. War sehr aufregend. Und bei dir? So. Das war auch sehr aufregend. Das sieht jetzt aus wie ein Streifenhändchen. Ein Streifenhändchen? Ja.
Noch. Das wird noch. Ja. Bin mal gespannt, wie happy ihr nachher alle seid. Nachher ist sie blond. Nachher ist sie ganz blond. So super blond. Super, super blond. Gut. Wer gefärbt du? Beide. Beide? Oh, oh, oh. War so viel, so viel. So viel. Oh mein Gott. Sagt der Meister, bist du auch happy? Ja, ich bin auch happy. Also, haben wir vor oder nachher? Ich weiß nicht. Nein. Nein, ist nicht vor. Oh Mann. Also, es ist Tag und Nacht. Ja. Tag und Nacht. Was steht mir besser? Blond. Mit Abstand. Also, meiner Meinung nach. Ist wirklich schön. Ja, auch. Und wie findest du die Qualität? Sehr gut. Mit dem Olaplex merkst du schon einen Unterschied? Sehr gesund. Extrem. Als hätte man nicht gemacht. Ja. Wirklich. Ja. Voll gut. Ja. Sehr schön. Sind alle happy? Alle. Ja, ich auch. Tschüss, sie strahlt. Ich auch. Du strahlst. Ja, ich so. Strahl. Alle sind happy. Ich bin happy. Also du siehst, wir haben wirklich fast keine dunkle. Genau. Und keine, vor allem keine grüne Haare mehr. Das war ja vor allem das Problem. Naja, super. Okay. Ja, danke. Danke. Yeah. Yeah. Jedes Mal, das ist schön. Mega happy. Jetzt bin ich gerade in den Rot. Ja, man hat es gemerkt. So, und jetzt, wo alle happy sind, jetzt bin ich auch hier bei Nails & Beauty in Altstädt. Da. Und auch die vertrete ich hier auf meinem Auto, wie ihr seht. Und auch denen bringe ich Happy Schokolade vorbei. Mal gucken, ob die genauso happy sind wie der Juicy bei Idea Due und die Simone. Und so endet dann mein Happy Tag heute.